Oh, wo ist eigentlich Bob? Da stand ganz blöd vor meinem Maschinengewehr. Ganz ungünstig. Au! Befreit. Willkommen zurück bei Far Cry 5, bei Teil 3 mittlerweile. Wir sind noch nicht sonderlich weit gekommen, aber wir finden die Grafik immer noch geil. Und es ist wieder dabei der Jaro und natürlich der Schnube. So, wollen wir die Karre hier nehmen, ja? Und in der Vormachrichtung des Punktes mal sehen, was passiert, wenn wir eine Mission abgeschlossen haben. Du hast übrigens einen Stern. Und was ist denn das, eine Banane vor dir hängen? Die hängt vor dir. Warte mal, ich hupe mal, das kann gut. Ja. Okay, fahren wir mal los. Fahren wir mal hier. Übers. Ich bleib auf der Straße einfach. Ganz zivilisiert. Da ist ein Auto. Aber Unfall. Wir sind böser hier. Der fällt ja raus in die Ballenschranke. Wir können hier da mal probieren. Ah ne, der Quatsch, der LKW, der hat ja nicht hinten drauf, aber der lebt noch hier. Oh, hier ist nochmal Ärger, irgendwo kommt hier nochmal Ärger an. Ich habe jetzt gerade einen erlegt. Ah, hier kommt er, der hat eine Krone auf dem Kopf. Au! Du hast ihn abgeschossen, ich habe mit dem Spaten in den Truppe gebraten. Warte mal, schießt da noch einer, oder warst du das jetzt? Das war ich jetzt. Achso, hat er ein Maschinengewehr gehabt hier? Nee. Ja. Achso, ist das da? Nee, das liegt noch da. Ah ne, warte, der hat ja auch eins. Plündern? Nee, weil ich wechsle doch wieder. Wo, aus irgendeinem Radio kommt Musik. Okay, dann wollen wir den Truck nehmen? ja, können wir machen, mal aus, wie der sich fährt. Howdy ho, Cowboys! So. Achso, warte mal, ich könnte übrigens auf der Karte markieren, wo wir hin müssen, mal so am Rande. Ja, guck mal, auf der Straße sind irgendwelche Markierungen, die haben nichts zu sagen, ne? Ich glaube nicht, ne? Ich habe jetzt irgendwas markiert. Warte mal, ich guck mal kurz auf die Karte. Ne, das ist das Sägewerk. Wir müssen zurückfahren. Da ist jetzt eine blaue Markierung, siehst du die auch? Ja. Und die bringt uns zum Ziel. Wenn wir mit dem Truck kann man immer drüber fahren. Ja. Ja, die Markierung ist blau und gelb. So, ich sehe bloß eine blaue. Oder spielt jetzt farbenblind mittlerweile, wie schön. Also blau und gelb. Okay. 500 Meter, ne? Da vorne ist ein Bär. Nee, das war kein Bär, das war ein Ochse. Ach ja, komm schon. Warte mal, den kann man bestimmt plündern, der hat bestimmt fette Beute. Plündern? Beschädigte Haut. Roadkill-Fleisch. Oh, man, hier ist ein Böser. Gewesen. Ich geh mal plündern. Ich mit der Muni, da bin ich immer sehr, weil ich ja nicht so gut schießen kann. Das kommt aber, das liegt am Alter, meine Guten. Die Musik? Hörst du die? Das ist ein Truck. Ne, wir gehen weg aus dem Truck. Warte mal, hier kommt was Böses. Guck mal, eine Granate geschmissen. Haha, die sind geil geflogen. Der eine lebt noch. Jetzt nicht mehr. Mensch, wir sind voll die Looter hier. Ah, die Musik kam aus dem Truck, ja? Ja, was ist das hier? Reden, Konflikt. Kannst du mit dem reden hier? Mit dem Reden, mit dem Redenkonflikt hier? Hm, da hat das Blaue. Hier ist der Konflikt. Ja, Munition geben. Anheuern. Warte mal, schau mal, er. Es läuft da mit uns mit. Was hast denn du? Ein Fetchebogen? Ach nee, das ist der. Ja, ja, ich bin ja mit der Sturmlok. Ach so. Hallo. Achso, okay. Ja. Jetzt sind wir der super Gay-Trupp hier. Und ab geht's. Achso, hoffentlich kommt der jetzt auch mit. Oh, da kann wie ein Hund hinten reinhupen. Nächstes Radiosender. Ist er Milch? Ich hoffe. Ja, der sitzt hinten drauf, ganz gelangweilt. Hirsch, Rentier. Elch, au. Ja, stimmt. Jetzt verstehe ich endlich, wir müssen mit Elch test mähen. Und die kann man bestimmt abplündern, hä? Ey, da kommen welche. Die Straße runter. Elche, meinst du wohl? Oh, der Elch, der rennt das Auto um. Oh. Ich schmeiß mal eine Granate hoch. Da ist noch einer.
sind die zerlegt? Ja. Die Granate war gut. Plündert die wie die Verrückten. Was war denn hier noch? Ein Wolf? Hä? Wer sind denn jetzt die Bösen? Das ist lieber hier. Ja. Ja, irgendwas haben wir gemacht. Irgendwo kommt was Böses. Ne, hier. Da ist noch jemand. Au! Oh, das war mies. Die haben die Granate geschmissen. Also leben die noch. Schweißbrenner benötigt. So. Hey, der, guck mal, denn seine Räder sind kaputt. Hinter dir, der Truck. Hier kommt ja schon was. Das ist ein guter. Also oben von der Böser. Boah, da hier ist was los jetzt. Die wollen ja auch so rück. Oh, hinter hier ist wieder so ein Elch. Achtung. Flammenwerfer. Nimm ihn. Der hat mich. Ich verbrenne. Also, wo bist du? Also hinten. Das ist ein Flammenwerfer. Der lebt noch. Mach ein Blatt. Oh. Das war. Hast du jetzt einen Flammenwerfer genommen? Oh, pass auf, ich lebe hier auch noch. Irgendwo in der Nee, den will ich nicht. Oh, süß. Wo ist denn eigentlich der Schwarze? Ey, unsere Autos sind alle kaputt. Guck dir mal die Räder an. Oh. Warte mal, ich hab jetzt mal kurz... Irgendeiner brüllt hier, das tut weh, helft mir, wo ist denn der? Ja, unser Kollege hier, den habe ich jetzt gerade geholfen. Wir nennen ihn einfach Bob. Wow, Bob der Baumeister. Genau. Oh, hier steht der Auto mitten auf dem Berg, wollen wir das mal nehmen? Obwohl, es ist ja gar nicht, wer weiß, bis auf 300 Meter, wo wir da durch den Wald laufen. Oh, du hast aber Angst. Ja, die Hirsche hier, die habe ich alle erlegt. Ah, nee, Quatsch. Das war ein Biese, das war Elsch. Ach ja, genau, die Hirsche meinst ja. Kommt Bob mit? Ja, Bob. Ja, das sieht ja wirklich aus wie Dr. Bob. Der Bob, der heißt Tyler übrigens. Aha. Da bin ich der Nenner. Boah, wer schnupst denn hier so? Der Bob. Der Bob. Da ist Bob Korn. Bob Korn. 200 Meter, dann bin ich da. Hier vorne ist, das sieht aus wie ein Säge. Ah, das ist ja das Sägewerk. Warte mal kurz, ja. Ich will mal kurz mal ein bisschen in Deckung gehen. Mal kurz, guck mal bitte. Natürlich sehe ich außer Blumen nicht. Warte mal, nehmen. Was habe ich denn jetzt? Stechapfel habe ich gekriegt. Na, stech mal nicht den Apfel, drück mal Y. Was denn dann? Ja, kannst du mit zoomen. Da siehst du nämlich, was hier Phase ist. Ah ja, stimmt. Hier vorne, da sind zwei. Ein Wolfgang und ein Böser. Hm, sehr es. Oh, warte mal, mein. Das ist aber ziemlich langsam. Warte mal, ich mal kurz mal in die Option. Mal schießen bitte jetzt noch nicht. Oh, nicht so einfach, weil er sieht mich gleich. Oh, dann müsstest du natürlich schießen, ja. Und aber genau jetzt. Oh, warte mal, der hängt's gerade, der läuft. Ah! Was? Bob hat dir geholfen. Oh, sehr gut, der war zäh wie selber. Glaub ich. Plündern? Ja, ich brauch Muni. Was ist das Geld? Ja. Was kacke vor? Bob? Was sagt Bob? Oh, hier kommt ein Auto irgendwo. Ne, ein Quad? Quad? Ne, du weißt schon. Da oben ist ein grünes Licht. Da bestimmt hin. Der Sniper wäre jetzt gut. Wo ist denn das Quad? Weg. Aber wir müssen auf jeden Fall davor. Das ist grün. Der Gegner hat Verstärkung gerufen. Warte mal, ich will mal kurz mal hier Fernglas benutzen. Dann können wir es bitte markieren. Zumindest das, was ich sehe. Au! Nicht fangen, schießen. Bin ich jetzt blöd? Keine Antwort jetzt. Oh, ja, stimmt, die Granate gibt's ja auch noch. Nee, es war keine Granate, das war. Das war. Fast. Achso, war fast. Ich bin unterm Zug. Also, ich bin unter die Räder gekommen. Ich hab ja einen. Ich bin hier mitten in der Basis drin, du auch? Achso. Ach, du bist an diesem Stand im G. Ja, da kommt nämlich gerade ein Fahrzeug. Oh, wo ist eigentlich Bob? Da stand ganz blöd vor meinem Maschinengewehr. Ganz ungünstig. Au!
befreit. Sehr gut. Ja. Warte mal, jetzt kommt ja schon was hier, Video oder so. Ja, oh hier. Sehr gut. Ach hier, das sind leider Gefangene. Ja, da war Bobs Vater. Bobby. Was ist das? Das ist eine Eule. Boah. Was für Drogen sind die? Ja. Mensch. Ich weiß es nicht, aber ich nehme irgendwas davon. Okay, warte mal, jetzt können wir erstmal gucken, ob wir plündern können, weil wir haben jetzt ganz schön was verballert. Ich mehr zwar mehr in den Sand, aber. Ich tue egal Nitro einsammeln, was bedeutet denn das? Könnt ihr schneller rennen? Keine Ahnung. Oh, hier ist eine Karte. Hier ist eine Karte. Und der Schlüssel. Ist das jetzt wie so ein Lager für uns hier? Die Tante hier, die können wir uns ja merken, hier mit dem, die hinter dir steht. Aber die habe ich noch nicht angequatscht. Die habe ich später noch kurz mal gucken, ob es hier noch was zum Holen gibt. Ja, Muni gibt's hier. Oh! Ein bisschen Muni auf dem Tisch. Was habe ich denn? Eine Sprengkapsel. Hier ist eine Kamera. Was treten die hier für Filme? Versaute. Wo bist denn du überhaupt? Bist du überhaupt in meinem Spiel? Noch, ja? Wo bist denn du? Warte mal. Das ist Bob. Hinter dir, da läuft Bob und da bin ich. Ja, wo sind die Muni? Hier hinten, hinter mir. Also das ist keine Munikiste, wie du dir vorstellst, das ist einfach nur ein Tisch, da liegt Revolver schon drauf, ein Munipack und Patronen. Hier ist Host Only, den kann man. Der Host Only? Hier kann man kaufen und verkaufen, wenn du willst. Oh, das ist gut, ja. Bist du Horst? Ah ne, warte mal, das ist Horst. Gute Idee, warte mal, genau, in den Laden gehen. Zack. Beute verkaufen. Oder Muni holen, also der hat LMG-Muni. Was kostet die Muni? Das ist ganz schön teuer. Ich hab erstmal alles verkauft. Ja, stimmt, ja, genau. Oder wie hab ich das vorhin gemacht? Ah, hier, Beute verkaufen, ja. Schnell verkauft, Tab. Genau. Ja, das von dem Hirsch hier, was wir zerlegt haben, das hat aber nicht viel gebracht. Ja, ich hab insgesamt 800 gekriegt für alles. Ah, okay. So, warte mal, von der Granate, da können wir noch. Was ist das hier eigentlich? Ein Wurfmesser? Eine Rauchgranate? Hä? Schön, aber erstmal nochmal einen Schutz. Jetzt habe ich kein Geld mehr. So, kenn ich. Ja, Muni finden wir doch hier. Hm. Ach, Muni haben wir ja, genau. Das ist wie sowas wie eine Muni-Kiste, stimmt. Ja gut, ich habe jetzt erstmal sinnlos Geld auszugeben. Aufschließen. Ich habe eine Tür aufgeschlossen hier oben. Oh, hier ist ein Gastank. Verschlossen. Die sind natürlich verschlossen. Ist auch Muni drin und der Radio. Hast du nicht vorhin einen Schlüssel eingesammelt? Ja, die Tür habe ich aufgeschlossen. Achso, dafür war der Schlüssel. Hm. Nehmen. Was ist denn das? Ein Fax? Ne, ein Telefon. Oh ja. Ah ne, Quatsch, das war Geld daneben. Ich will mal eine Schuhe Auto draußen. Also wenn du Medi brauchst. Oh, schon Bogen in dem. Aber der Tresor, der ist verschlossen. Hängt da vielleicht irgendwo ein Schlüssel rum? Ne, ja. Ich gehe jetzt, obwohl ich auf Schlüssel suche. So. Ich bin jetzt mal rausgegangen und nach links. Ich gucke mich gerade mal kurz mal ein bisschen um. Da geht's auch hoch. Man weiß ja nicht, was man hier noch so findet. Ja, welche geheimnisvollen Geheimnisse. Oh. Lauter Spinde. Oh. Schießburger Wackelkopffigur entdeckt. Ist das gut? Weiß ich. Weggeschlossene Ausrüstung. Gary, ich habe die ganze Ausrüstung, die wir den Gefangenen abgenommen haben, zur Aufbewahrung im Bürotrailer gesammelt. Sag mir Bescheid, wenn der Truck hier ist, um sie abzuholen. Dann schließe ich sie dir auf, Chris. Okay, alles klar. Chris hat was geschrieben gerade. Oh, hier ist ein Spielautomat von Far Cry Arcade. Will ich aber jetzt nicht spielen. Was haben wir hier? Nee, haben wir nicht. Hier sind Toiletten. Na, guck mal rein, ob da wieder so ein Häufchen Unelend drin liegt. Na warte, ich muss das mal schnell gehen. So. Oh, Klopapier ist fast alle. Nee, dann muss ich weggehen. Mit leerem Klopapier gehe ich nicht kacken. Nee, aber liegt nicht drin, weil das ist ein Rische. Oh, hier ist die Wackelkopffigur. Das sieht aus wie. Was ist denn das? Cheeseburger, ein Teddy. Ich nehme sie mal mit. Ein Fundstück. Koop, plündern. Eine Lupine, Stachel. Oh, ich habe irgendwas gesammelt. Ja, aber noch irgendwie eine Nebenmission, ne? 800 Meter entfernt. Hm, ich will gerne mal auf die Mission gucken, was so ansteht. Warte mal kurz mal hier Treppe runter, weil lass mal kurz uns sammeln. Willst du die Wackelkopffigur auch haben? Ja, wo bist denn du? Ja. Da
muss jetzt den Raum hier hoch. Ich bring dich nochmal hin. Ich bin Begleitdienst. Hops, durchs Fenster durch. Hops. Und jetzt hier in dem Raum drinne. Und dann jetzt im Prinzip hier an der Theke, an der Ecke. Hinter dem Cheeseburger. Mh, sieht gar nicht mal so unlecker aus. Hier sind die? Nö. Achso, da bist du wahrscheinlich, weil ich sie eingesammelt habe. Ja. Warte mal, da gucke ich eine Weile mal in die Mission, was da steht. Das sind Story-Missionen. Nebenmissionen ist keine da. Und hier auch nicht. Okay, das ist Story-Mission. Da geht es eigentlich ganz normal weiter mit dem Gefängnis von Hope Country. Das habe ich jetzt markiert. Erreiche den Ort, ja. Okay, warte, da gehen wir einfach mal in die Richtung, mal sehen. Die ganzen Dinger, die können wir uns ja später alles nochmal genau angucken. Aber erstmal, damit wir jetzt hier wissen, was es eigentlich geht. Nach Folge 3 mittlerweile. Oh, warte mal, hier steht er noch rum. Will er mit uns reden? Ja, der will uns mit uns reden, ja. Ich bin, das ist Jess. Ja, Onkel Dutch kennen wir, ja. Redet die bei dir eigentlich auch? Ja. Aber ich konnte sie nicht anquatschen. Achso, weil ich hab's schon gemacht. Die brüllt wahrscheinlich sehr. Nee, ich wollte sie vorhin schon mal anquatschen, das ging nicht. Da ging's auch noch nicht, ja. Achso, die hat eine Mission. Mir nach, sagt die. Dann machen wir das mal. Ein Gericht des kalten Zinks, Volke Jazz steht oben da bei mir jetzt. Bei dir auch? Ja. Ich würde ja auf den Arsch gucken, aber die Sache ist die, also Rock davor. Oh. Ach, du läufst aber auch geil vor mir, wirklich. Jetzt gucken sie sich dir auf den Arsch gucken. Warte mal, ich bin der Rockford. Schwupps, ist der Rockford. Wo bringt denn das eigentlich hin? Ein Gericht, das kalt serviert wird. Oh, die können rennen. Ach so, das ist schon ein Rennen. Ich hab einen Spaten, wenn du nicht läufst. Aha, wer hat das bei dir auch gerade gesagt? Was für Jagen? Ja, genau das. Oh, ein Gebüsch. So, Jesse Rocks. Mann, das war was anderes. Das war einer der Diablo-YouTuber, glaub ich. Da vorne ist irgendwas zum Jagen. Der Böse zum Beispiel. Was machen die jetzt? Schießen die jetzt ab? Was schießen die? Achso, die hat die angelockt. Oh, nee, hatte ich nicht. Warte mal, bei mir ist es gerade... Warte mal, du. Der hat Feuerpfeil genommen. So, das fällt nicht auf. Das dürft die. Oh. Den er. Au, haben wir mich schon mal geschossen. Oh, der brennt der ganze Wald nieder hier. Der ist weg. Ich glaube, jetzt waren sie alle. Ist doch bloß einen gekillt, aber. Wo sind die? Wo ist hier. Die? Und wo ist Bob? Ah, ne, hier ist Jesse. Ach, Bob ist hier hinten. Du machst deine Sache gut, Bob. So. Ich habe jetzt Bob mal gelobt. Oh, also das stirbt immer so schön. Sollen wir warten? Vielleicht kann man hier was einsammeln oder so? Ja, warte mal. Ich renn dir doch mal hinterher, nicht so weg ist. Warte! Warte, ich bin gerade da. Warte, zu weit weg. Den Aussichtspunkt mit Jess. Also erreiche den. Jetzt rennt die. Wo seid ihr? Ach ja, hinten. Wenn ich zu dicht auf die aufschließe, da ramme ich mir den Pfeil, den ich auf dem Rücken hatte, in den Rücken. Geißeln aus dem Lager 3. Also Geißeln retten jetzt. Warte mal, da sollte man, glaube ich, wenn die jetzt nicht irgendwelche Mist macht. Warte mal, ich schon mal ein bisschen markieren. Was sind ziemlich viele. Ja, also es sind... Rechts ist einer, der misshandelt gerade die Geißel. Den sollten wir uns. Wenn die uns entdecken, sind die Geißeln tot. Was soll ich da jetzt machen? Okay, jetzt sind wir sowieso Ärger. Oh. Hehe, ich hab gerade die Geißel umgehauen. Ups.
Eine Geist habe ich befreit, die anderen sind ja tot. Und das war eine Rettungsaktion. Achtung, Auto! Folge, Jess. Na gut, wir haben jetzt hier die halben Geister ins Wort zerlegt, aber... Oh, im Gitter drin. Au. Nee, okay. Naja, irgendwie haben wir es ja doch geschafft. Ja. Also, wenn du zu weit weg bist, dann redet die über Funkgerät mit dir. Und wenn du noch weiter weg bist, kommt eine Warnung. Mhm. Scheiß. So, was jetzt? Folge Jess, haben wir gemacht. Erreiche den Aussichtspunkt mit Jess. Na, was soll man denn erwarten? Oh, ich glaube, ich hör's. Bob? Ja, Bob ist da. Muskelbob? Ja, Muskelbob ist auch da. Befreie die Geißeln. Drei Stück. Ah, einer deiner Stärken. So, warte mal, ich mach mal kurz eine Markierung. Mal sehen. Ne, eine Markierung, den Waffenwechsel. Die Geißel kann man auch markieren. Achso, versteht, die sind hier, das sind diese Punkte, die weißen. Scharfschütze. Scheiße. So. Frei die Geißeln am Steinbruch. Den habe ich befreit. Nummer 2 habe ich befreit. Warte, 3 kriege ich auch noch. Wir haben alle befreit. Mensch, was ist mit uns los? Aus Versehen. Oh, ihr brennt hier unten. Wo ist denn die Jess eigentlich jetzt? Hier ist er auch runtergerutscht. Warnung, der fährt. Ja, follow me. Ach, das ist da hinten, ja, stimmt. Wir wollten das gerade in Ruhe plündern. Also, hier ist die. Die ist. Die rutscht runter, ja, das Seil. So, ja. Folge Jess. Die erzählt irgendeine Geschichte? Ja, lass ihn labern. Weiber. Quatsch. So, was hat er denn jetzt? Ach, nicht. Die scheint schon alles zu kennen. Ich hätte nie gewusst, dass sie erwähnt ist. Ich wäre da nie lang gelaufen. Nicht mal im schlimmsten Urlaub. Oder nicht im schönsten, meine ich. Wenn du mal so hochguckst, Bäume sehen cool aus. Oh ja. In der Nähe befindet sich ein Kletterpunkt. Schalte den Vorteil Kletterhaken frei, um ihn zu benutzen wahrscheinlich. Na, sie hat wahrscheinlich noch ein paar Gefangene, schätze ich mal. Die ist auch nicht ganz knusper. Bergsee. Gut gemacht, ja. Ja, da werde ich mal Rückchen ausziehen und ins Wasser hüpfen. Ja. Ich habe noch kein Rückchen an. Dann zieht dein Kampfschlüppi aus. Kampfschlüppi. So. Der Sniper würde ich mich mal freuen, ja. Würde ich anbieten, ja. Aber wie lange läuft die jetzt noch? Wer brüllt hier so? Erreiche den Aussichtspunkt mit Jess. Ja, toll. Achso, ist wahrscheinlich ein paar Safe-Points hier oder sowas. Ne, da hinten, 50 Meter steht da hinten da. Also wir können die eigentlich überholen, sehe ich gerade. Jetzt ja. Ja,
Ja, ich war schneller. Also hier kommt sie schon. Töte den Koch. Da unten ist ein Lager, deswegen. Wer kocht hier? Wollen wir mal kurz meine Markierung, damit wir erstmal schon mal sehen, was wir. Achso, wir müssen uns beeilen oder was? Ja gut, dann machen wir einfach mal Sturmangriff, hä? Schieße. Ah, das ist hier so ein Flammenwerfer-Typ, oder? Ja, das ist zäh wie Sau. Sichere den Schnupe? Ah ne, die Grube. Die Grube. Hat jetzt einer irgendwie das Essen klatscht? Sieht so aus, da oben ist einer irgendwie hinter dem. Ist der weg? Ja. Ja, ist der Koch weg? Rede mit Jess. Ja, der Koch ist weg, der brät nicht. Rede mit Jess, das ist ja schön und gut, wo ist die? Ach, reden. So, oder Mensch, ich stehe hier, weil ich brenn's da hinten. So, okay, dann werden wir jetzt erstmal die Folge beenden, weil die geht schon sehr lange und danach reden wir mal eine Runde mit Jess. Also bis zum nächsten Mal. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.